Herzlich willkommen bei Brandmundos Astrophysik TV. Wir wollen uns im heutigen Video mit einem wichtiges Thema beschäftigen, was in der Physik und auch in der Astrophysik eine sehr große Rolle spielt, und das ist die Gleichgewichtstemperatur. Als erstes geben wir eine allgemeine Definition an. Die Gleichgewichtstemperatur gibt sozusagen die Temperatur an, die nach einer genügend langer Zeit ein System von selbst einstellt. Und jetzt wollen wir genau das Ganze in der Astrophysik anwenden. Spielt vor allem bei Planetenoberflächen eine sehr große Rolle. Also, die Annahmen dafür sind, um diese Gleichgewichtstemperatur bestimmen zu können, ganz wichtig als Annahmen, dass der Planet keine eigene Energiequelle besitzt. Das heißt, da würde bedeuten, kein Kern, kein Mantel, wo irgendwie was Heißes drin ist, nichts. Das heißt, würde man die Erde ohne Energiequelle betrachten, hätte die Erde gar keinen Erdkern, da wäre sie sozusagen nur so eine Gesteinskugel, was überhaupt keine Energie hat, keine Plattentektonik, nichts. Das würde sozusagen bedeuten, keine Energiequelle. Zweitens, dass das eingestrahlte Licht sozusagen wieder vollständig abgestrahlt wird. Drittens, die Atmosphäre strahlt wie ein schwarzer Körper. Dazu werden wir auch noch ein Video machen, was man unter dem schwarzen Körper sozusagen versteht. Dieser schwarze Körper ist sozusagen wie so eine Kugel, was sozusagen, naja, wir kommen dann später nochmal drauf zu sprechen. Und natürlich Anteil Eta der Energie, was als sichtbares Licht reflektiert wird. Und dieser Anteil der Energie, was als sichtbares Licht reflektiert wird, kann nicht zur Erwärmung der Planetenoberfläche beitragen. So, das sind sozusagen die Annahmen. Jetzt kommen wir zu dieser Gleichgewichtsbedingung. Das ist eine Formel. Gleichgewichtsbedingung Ln. Ln kann ebenfalls als Formel angegeben werden. Ln steht sozusagen für die absorbierte Sonnenenergie pro Sekunde. Und Lout steht für die abgestrahlte Leistung pro Sekunde. Kann oben in der Formel angegeben werden. Und diese beiden, also Ln und Lout, ergeben die Gleichgewichtsbedingung. Temperatur ist gleich vierte Wurzel aus 1 minus Eta. Eta, Anteil der Energie, was das sichtbare Licht wieder reflektiert wird, hat man vorhin gehabt, mal L, Sonnenleuchtkraft, geteilt durch 16 Pi, mal D, D, Abstand zur Sonne, zum Quadrat, mal dieses kleine O mit diesem Zipfel da oben, das ist, glaube ich, das kleine Omega, steht für die Stefan-Boltzmann-Konstante. Jetzt haben wir das sozusagen heute kennengelernt. Wir werden dann uns später im nächsten Video ein paar Anwendungsbeispiele anschauen und werden natürlich auch zu diesem schwarzen Körper zu sprechen kommen, was man nämlich darunter versteht. Weil ich habe jetzt im Moment irgendwie, wie sehe ich das selber nicht so genau. Hab's mal gewusst, aber ich habe es vergessen. Weil ich habe mich damit längere Zeit auch nicht mehr beschäftigt. Aber ich werde es nachholen und dann können wir auch über dieses Thema reden. Danke fürs Zusehen, lasst ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.